Hallo, meine Damen und Herren. Wenn wir uns das Grundmodell der Break-Even-Analyse mathematisch darstellen wollen, so können wir zunächst von der einfachen Erkenntnis ausgehen, dass das Betriebsergebnis dem Umsatz abzüglich den Kosten entspricht. Die hier dargestellte Gleichung soll dies darstellen. BE steht für das Betriebsergebnis, X mal P für die Menge mal dem Einzelpreis. Dieses Produkt entspricht also dem Umsatz. X mal KV steht für die variablen Kosten, die sich aus dem Produkt der Menge mal den variablen Kosten pro Stück ergeben. KF steht für die Summe der fixen Kosten. Da der Break-Even-Punkt nun genau bei der Menge liegt, bei der das Betriebsergebnis gleich 0 ist, also der Umsatz abzüglich den Kosten gleich 0 oder die Summe der Deckungsbeiträge den fixen Kosten entspricht, können wir aus der oben genannten Formel die Break-Even-Menge berechnen. Sie müssen dazu nur die oben angegebene Formel gleich 0 setzen und nach x auflösen. Daraus ergibt sich die Formel Fixkosten dividiert durch Stückpreis minus Stückvariable Kosten ergeben die Break-Even-Menge. Da der Stückpreis minus den Stückvariablen Kosten gleich dem Stückdeckungsbeitrag ist, kann man die Break-Even-Menge auch berechnen, indem man die Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag dividiert. Mitunter kommt es vor, dass in betriebswirtschaftlichen Problemstellungen nicht die Mengenverhältnisse, sondern nur Wertverhältnisse angegeben sind. Daraus ergibt sich dann die Frage, bei welchem Umsatz liegt der Break-Even-Punkt? Zur Beantwortung dieser Frage benötigt man Kenntnis über den Deckungsgrad. Als Deckungsgrad wird der Deckungsbeitrag in Prozent vom Umsatz bzw. in Prozent vom Stückpreis definiert. Dividiert man nun die Fixkosten durch eben diesen Deckungsgrad, so erhält man den Break-Even-Punkt in Euro. Nehmen Sie das nachfolgende Praxisbeispiel Investitionsentscheidung als kleine Übung, um zu sehen, ob Sie die wesentlichen Grundlagen der Break-Even-Analyse verstanden haben. Gehen wir davon aus, dass Sie nach erfolgreichem Abschluss Ihres Studiums in einem Einproduktunternehmen arbeiten. Natürlich sind Sie sehr gut ausgebildet. Der Produktionsleiter ist ein reiner Techniker und möchte in eine neue, große und moderne Produktionsanlage investieren. Er möchte dies tun, weil ihm der Verkäufer der Anlage eine Senkung der variablen Kosten schmackhaft gemacht hat. Ihr Produktionsleiter kann allerdings leider nicht sehr viel mit Kostenbegriffen anfangen und bittet Sie deshalb nun darum, eine betriebswirtschaftliche Beurteilung seiner Idee in eine neue Maschine zu investieren, durchzuführen. Sie beschließen daraufhin, Ihre Beurteilung aufgrund einer vergleichenden Break-Even-Analyse vorzunehmen. Sie besorgen sich Unterlagen aus der Finanzbuchhaltung, sprechen mit dem Verkauf und analysieren die Unterlagen des Angebots, das Ihnen der Produktionsleiter bezüglich der neuen Anlage überlässt. Daraufhin stellen Sie die folgenden Daten zusammen. Die Fixkosten pro Jahr steigen von 1,5 Millionen Euro vor der Investition auf 2,5 Millionen Euro nach der Investition. Die variablen Kosten pro hergestelltem Stück sinken tatsächlich, wie versprochen, von 25 Euro pro Stück auf 22 Euro pro Stück. Den Verkaufspreis belassen Sie zunächst einmal bei 33 Euro pro Stück nach Aussage des Vertriebs. Die Verkaufsmenge bleibt daraufhin auch unverändert bei 230.000 Stück. Fragen, die Sie daraufhin in der anstehenden Sitzung zur Entscheidungsfindung beantworten können müssen, könnten zum Beispiel sein: Erstens, lohnt sich die Investition bei den hier angegebenen Daten? Zweitens, was passiert, wenn die Senkung der variablen Kosten zu einer Senkung des Preises genutzt wird? Nehmen Sie zur Beantwortung dieser Frage verschiedene Preissenkungen, natürlich mit steigenden Verkaufsmengen, an. Und drittens, wie sehe die Entscheidungslage aus, wenn man es schafft, die Fixkosten pro Jahr nach der Investition auf 2 Millionen Euro zu senken? Versuchen Sie einmal, die hier dargestellte Problemstellung zu simulieren, durchzurechnen
und daraus den Entschluss zu fassen, soll investiert werden oder nicht. Sie sollen die Rolle eines Controllers einnehmen, der die oben geschilderten und gegebenenfalls weitere sich ergebenden Fragen souverän mit Fakten beantwortet. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Screencast. Thank you.